Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 2. Januar 2020 warf ein Hater einen Sack voll Müll auf Rainers Grundstück. Auf Snapchat lud Rainer Videos hoch, in denen er sich Schreigefechte mit Besuchern vor dem Tor lieferte. Auf YouTube startete er einen Livestream, der jedoch nur aus Standbild bestand. Am 3. Januar berichtete die Bild-Zeitung wieder einmal über Rainer und seine Probleme mit der BLM. Am 5. Januar erschienen zwei weitere Teile von »Das sind die Hater wirklich«. Darin erklärte Rainer, er könnte die Aufnahmen der Überwachungskamera live zeigen, würde das allerdings nicht machen, da er vergessen könnte, die Kamera auszuschalten, wenn ihn Freunde oder seine Freundin besuchten. Daraufhin beschwerte er sich über die Polizei und den Rechtsstaat und erklärte Statistiken über seine Anrufe bei der Polizei zu führen. Und zwar habe ich sehr oft den Gedankengang, dass die Hater, sondern dass sowohl die Polizei, zum Teil, nicht alle, zum Teil die Polizei, zum Teil auch gerichtstechnisch oder auch anderweitige politische Intentionen nur danach gehen, was die Masse will, also quasi was die Hater wollen, ohne darauf zu achten, was das Beste ist. Dann erklärte er, warum er manchmal nach draußen ging, um die Hater anzuschreien. Wenn ich rausgehe und rumschreie, dann ist es eigentlich immer der Versuch, den Leuten dementsprechend ein bisschen Respekt einzujagen und dafür zu sorgen, dass sie sich verpissen. Das ist natürlich nicht die klügste Idee, ist mir auch klar. Aber ganz ehrlich, wer von euch würde so drinnen sitzen und so, ach ja, naja, sind halt wieder welche da. Naja, jetzt haben sie halt mein Haus mit Farbe besprüht. Naja, scheiß drauf, mache ich halt wieder sauber. Nee. Glaubt mir, das macht keiner von euch. Egal, was ihr immer alles sagt, sei doch ruhig, bleib doch ruhig, bleib doch, ignorier die doch. Ganz ehrlich, nein, das würde keiner von euch machen. Das würde kein einziger Mensch auf der Welt machen. Und auch ich mache das normalerweise nicht, weil ich mich darüber auch aufrege. Jawohl, es ist die Polizei. Sehr schön. Ja, dann werde ich jetzt gleich mal rausgehen und der Polizei berichten, dass die ihren Müll hier mitnehmen sollen, den sie über meinen Zaun gehängt haben. Bei mir ist egal, ob der da schon rumlag oder ob die den da hingeschmissen haben. Das ist der Müll, den die da hingehängt haben. Und da dementsprechend sind die dafür verantwortlich. Der Grund, warum ich nicht rausgegangen bin und der Grund, warum ich auch in Zukunft versuchen will, nicht rauszugehen, selbst wenn die an meinem Zaun rumreißen und alles, ist einfach die Tatsache, dass ich versuchen möchte, diesen Leuten wirklich die Grundlage dafür zu nehmen, warum sie hierher kommen. Die Grundlage ist nämlich nicht, dass sie mich ärgern wollen. Die Grundlage ist nicht, dass sie mich haten wollen. Sondern die Grundlage, egal wie sehr sie das verneinen, egal wie sehr sie das in irgendeiner Art und Weise versuchen abzustreiten, der Grund ist, dass die mich sehen wollen. Die wollen sehen, dass ich rumschreie. Die wollen sehen, dass ich mich aufreg. Die wollen wieder Matt haben. Aber ich werde versuchen, denen so wenig Matt wie möglich zu liefern. Auf Snapchat postete Rainer ein Video, in welchem er Hater anschrie. Du hast nichts! Du Feuerhurensohn, Alter! Du bist ein Scheißhaufen auf zwei Beinen! Du willst mir erzählen, da unten bin ich fett! Lieber bin ich fett als ihr! Ihr Vollidioten! Das Einzige, was ihr seit 6 Jahren auf die Beine kriegt, ist mir zu sagen, du bist fett! Du kriegst seit 6 Jahren nichts anderes auf die Kette, als die Schnauze aufzureißen und dumm zu sein! Komm hier runter! Wenn ich runterkomme, rennst du weg! 6 Jahre beweist ihr Vollidioten, dass ihr dumm seid! In seinen Das sind die Hater wirklich Videos verwendete Rainer auch Tags wie Drachenlord rastet aus, was schließen lässt, dass Rainer wusste, dass Hater zur Zielgruppe der Videos dazugehörten. Ansonsten gab es von ihm zu dieser Zeit kaum Lebenszeichen außer der üblichen Let's Plays. Am 10. Januar sprach er in dem Video Infos für 2020 darüber, dass er allmählich die Motivation für Let's Plays verlor. Auf Snapchat postete er ein Rätsel, in dem es darum ging, herauszufinden, wo er sich gerade befand. Am 11. Januar löste er das Rätsel auf, indem er bestätigte, dass er sich in seinem Badezimmer befunden hatte.
Am 12. Januar erschien das Video 12.10.2020 um 22.05 Uhr und Hater sind arbeitslos. Darin erklärte Rainer, dass wenn er die Gesichter der Hater vor seinem Haus veröffentlichen würde, so würden diese Freunde und Bekanntschaften verlieren, die Fans von ihm waren. Anschließend forderte er Haftstrafen für die Hater, die ihn besuchten. Jeder einzelne Hater, der mir irgendwo nachrennt, der vor meiner Haustür steht oder sonst was, müsste man theoretisch gesehen, wohlgemerkt theoretisch, gesetzlich und so weiter, ist das ein bisschen schwieriger, aber theoretisch gesehen müsste man jeden einzelnen Hater, der bei mir vor der Haustür steht, der bei mir, wo ich einkaufen gehe, mir nachläuft, mich im Hintergrund filmt und so weiter, was alles schon vorgekommen ist, all diese Leute müsste man rein theoretisch gesehen wegen Nachstellung anzeigen und wegen Nachstellung mit Freiheitsstrafe oder sonst was bestrafen oder von mir aus mit einer Geldstrafe oder sonst was. Wobei ich immer der Meinung bin, bei solchen Sachen, da reicht eine Geldstrafe nicht. Da muss man schon ein paar Monate Freiheitsstrafe oder zumindest ein paar Wochen Freiheitsstrafe draufhauen, weil sonst begreifen die es nicht. Und selbst dann vermutlich begreifen sie es nicht. Wahrscheinlich kommen sie dann raus und sind erst recht sauer auf mich, weil sie die Scheiße gebaut haben und bei mir vor der Haustür standen, aber ich die Personen dann da quasi hineingebracht habe. Am 17. Januar wurde Content über den Drachenlord auf Lachschon verboten. Daraufhin eröffnete das Forum drachenschanze.com, in dem es fast ausschließlich um Rainer ging. Am 20. Januar erklärte Rainer in einem Post auf YouNow, dass er auf der Plattform nicht mehr streamen würde. Deswegen unterstellten ihm einige Hater Besiegtheit, woraufhin Rainer am 21. Januar auf Snapchat beteuerte, weiterhin unbesiegt zu sein. Leute, ich bin erst besiegt, wenn ich tot bin. Egal, ob ich im Knast lande, egal, ob ich mit meinen Videos aufhöre, egal, ob ich irgendwas anderes mache, ich werde nie aufhören, gegen Mobbing zu kämpfen. Ich werde immer da sein, bis ich sterbe. Und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Am 22. Januar erklärte Rainer auf Snapchat, dass die Hater in der Hölle landen würden. Ich habe heute noch ein weiteres Statement für die Hater. Jeder, der heute über mich lacht, jeder, der heute Scheiße über mich macht, wegen mir macht, bei mir macht oder irgendwo anders über mich verbreitet, wird in der Hölle landen. Und der Teufel wird mein Gesicht tragen. Darüber solltet ihr mal nachdenken. Wollt ihr wirklich den Rest eurer Ewigkeit von mir gequält werden? Am 24. Januar filmte er erneut Hater, die an seinem Zaun rüttelten, und postete das Video auf Snapchat. Ihr macht meine Sachen kaputt, ihr schreit hier rum, ihr belästigt die gesamte Nachbarschaft, ihr fühlt euch irgendwie auf wie Assis und ihr wollt mir irgendwas erzählen. Junge, halt einfach deine Fresse. Menschen wie du haben hier nichts zu melden. Menschen wie du sollten erschossen werden, bevor sie überhaupt auf die Welt kommen. Ja, du schaffst einen Schulabschluss vielleicht. Aber was hast du davon, wenn du hier Scheiße baust? Und eingesperrt wirst danach? Weil du hier Scheiße baust, hä? Was hast du davon? Geh von meinem Zaun weg, oder ich komm runter und hau dir die Fresse ein. Komm runter! Komm runter! Komm runter! Auch war an diesem Tag der Handtuch-Hater vor dem Tor und versuchte sich mit Rainer eine Diskussion zu liefern. Am 27. Januar behauptete Rainer auf Snapchat, ein geiles Wochenende gehabt zu haben und präsentierte stolz etwas, das wie ein Knutschfleck aussah. Am 30. Januar streamte er plötzlich auf YouNow, wobei die Stimmung sehr angespannt war. Wisst ihr, auch nach knapp 2 Monaten Abwesenheit habt ihr nichts dazu gelernt. Und ihr beleidigt mich. Ihr habt nach knapp 2 Monaten nichts dazu gelernt, nicht das Geringste. Wisst ihr, anstatt euch immer über mein Leben und meine Kurven, die ich nehmen will, kriegen will oder sonst was Gedanken zu machen, solltet ihr vielleicht lieber mal drüber nachdenken, wie ihr mit anderen Menschen umgeht. Meine Kurven brauchen euch nicht zu interessieren. Es sind meine Kurven, die ich im Leben gehen werde und gehen muss. Das hat nichts mit euch zu tun, auch wenn es schwer zu glauben ist, meine lieben Hater. Das Leben dreht sich nicht um euch. Auch wenn ihr selbstsüchtige, arrogante, kleine Mistkerle seid. Ihr reißt die Fresse von Sachen auf, von denen ihr nichts versteht und meint hinterher, ihr seid die coolsten, die schwulsten seid ihr höchstens. Und das ist eine Beleidigung für jeden Schwulen. Ihr seid einfach nur ein Haufen asozialer kleiner Bastarde und reißt die Fresse für nichts und wieder nichts auf. Dann berichtete er, dass er aufgrund der Hater mittlerweile seinen neuen Pornhub-Kanal verloren hatte und kündigte an, dass es in Zukunft hauptsächlich nur noch Gaming geben würde. Merchandise gibt's keins mehr, das haben die Hater vernichtet. Mein PH-Account haben sie ebenfalls kaputt gemacht, weil sie dumme, kleine, neidische, arrogante Pisser sind.
Auf Streamen habe ich selber keinen Bock mehr. Du kannst meinen Gaming-Kanal verfolgen, wenn du magst. Und gelegentlich kommt vielleicht auch noch was auf dem Hauptkanal. Am 1. Februar 2020 streamte Rainer auf YouNow, wechselte dann aufgrund technischer Probleme jedoch auf YouTube. Am 2. Februar postete er ein Bild von sich auf Snapchat mit dem Text Jungfrau männlich 30 sucht. Am 3. Februar startete Rainer dann eine neue Content-Offensive auf YouTube. Diese begann mit dem Video Ankündigung für den TOM, in dem er auch die Hater ansprach, die sich über ihn echauffierten und sich dann über ein Geräusch wunderte. Die Leute regen sich über einen anderen Menschen auf, weil dieser Mensch ein anderer Mensch ist als sie selbst. Das ist der einzige Grund, warum sie sich über mich aufregen. Alles andere, was sie immer erzählen, so was ich alles bin, was ich alles getan habe, erstmal sind 90% davon Lüge und der Rest... Erstmal sind 90% davon Lüge und das bisschen, was keine Lüge ist, naja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich darf ja wohl auch mal einen Fehler machen, ich darf mich wohl auch mal falsch verhalten. Ich darf wohl auch mal in meinem Leben irgendwas machen, was hinterher manchen Leuten nicht passt. Warum soll ich perfekt sein, wenn ihr es nicht seid? Ich bin genauso wie ihr ein ganz normaler Mensch. Ich bin ganz normal auf eine normale Schule gegangen, nur mal für Sonderschule. Ja, ich bin nämlich trotzdem besser als Leute, die aus der Realschule sind oder die studieren oder sonst was. Was ist denn das für ein Geräusch die ganze Zeit? Ach, das ist eine Fliege, die hier abgeht. In TOM Time of Metal Nummer 14, Lynyrd Skynyrd Collector's Edition, versuchte sich Rainer wie gewohnt mit mäßigem Erfolg an der Übersetzung englischer Titel. Every Mother's Son? Also ewiger Mutters Sohn, schätze ich mal, heißt es auf Deutsch, wenn ich es mal grob übersetzen darf. Dann kündigte er an, in Zukunft wieder authentischer sein zu wollen. Ich kann jetzt dazu mega viel dazu sagen, wie gesagt. Ich muss mir echt mal angewöhnen, vernünftig zu sprechen. Entschuldigung. Also, wie schon erwähnt, ich habe mit diesen neuen Videos jetzt vor, mal wieder ein bisschen mehr ich selbst zu sein, ohne groß zu schneiden, ohne groß was zu machen, sondern einfach ich selbst zu sein. Das heißt aber auch, dass ich nicht so besonders viel raussuche, nicht besonders viel recherchiere über die Band. Und deswegen wird es auch sehr oft dazu kommen, dass viele Einzelheiten nicht passen oder nicht stimmen. Nur damit du schon mal Bescheid wisst. Am 4. Februar offenbarte Rainer in Vlog Nummer 1 Mein Iro nachgeschnitten, dass sein Gewerbe nun abgemeldet sei, er damit kein Geld mehr mit seinen Videos mehr verdienen dürfte und dass er sich nun ans Jobcenter wenden würde. Dann kündigte er an, wieder mehr Videos zu machen und jeden Tag einen Vlog hochzuladen. Daraufhin erschien TOM Time of Metal Nummer 15, Blessed Hellride, Bastards and Outlaws. Ist, soweit ich weiß, eine Band, die... Ich weiß über die Band nichts, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls heißt die Band Blazed Hellrider. Anschließend erschien noch TOM Time of Metal Nummer 16, Amon Amarth, Berserker. Am 15. Februar ging es dann weiter mit TOM Time of Metal Nummer 17, Powerwolf, Album Rebel of the Beast. Und Time of Metal Nummer 18, In Flames, Eye the Mask. In dem Video enthüllte Rainer, dass er das Fenster im Erdgeschoss mittlerweile zugenagelt hatte, da Hater mehrmals Gegenstände hindurchgeworfen hatten. Über die Band und das Album konnte er jedoch nicht viel erzählen. Das Video hier ist eigentlich komplett nichtssagend. Das Video ist komplett nichtssagend, weil ich nicht viel dazu sagen kann. Die Band ist geil. Schaut sie euch mal an. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut sie euch weiterhin an, wenn ihr sie kennt. Das Album finde ich super. Ich kann jetzt kein Lied daraus spezifizieren, aber ich finde das ganze Album geil. In Vlog Nummer 2, Band bedankt sich bei mir, erklärte Rainer, dass sich die Band Blessed Hellride, die er fälschlicherweise für Tiroler gehalten hatte, bei ihm für das Video bedankt hatte. Dass sie sich in dem Facebook-Post auch über Rainer lustig gemacht hatten, schien ihm jedoch nicht aufzufallen. Auch enthüllte die Band, dass sie ihm das Album schon 2016 geschickt hatten und Rainer erst jetzt ein Video darüber gemacht hatte. Am 6. Februar erschienen Vlog Nummer 3 Mittwoch und TOM Time of Metal Nummer 19, The Rasmus Album Dark Matters. Darin offenbarte Rainer, dass er sich gerne dasselbe Tattoo wie der Sänger von The Rasmus stechen lassen würde. Am 7. Februar enthüllte er in Vlog Nummer 4 Mein Leben ist langweilig, dass er bis um 10 Uhr morgens wach geblieben war, um einen Termin um 8 Uhr morgens wahrzunehmen.
Daraufhin erschien am 8. Februar Vlog Nummer 5, der Freitag ist auch nicht spannender, in dem Rainer berichtete, dass ihn zurzeit weniger Hater besuchten. Die Hater haben mittlerweile anscheinend den Schwanz angezogen, zum Glück. Sind so gut wie keine mehr da gewesen. Heute waren ein paar kurze da, aber dazu morgen im Video. Doch schon am 9. Februar beschwerte er sich in Vlog Nummer 6, mein Samstag, wieder darüber, dass Hater bei ihm vor dem Tor standen. Mittlerweile hatte er auch Stacheldraht auf seine Amazon-Wunschliste gepackt. Am 11. Februar erschien das Video Vlog Nummer 7, Dienstag, ungünstig krank geworden, in dem Rainer berichtete, krank zu sein. Daraufhin folgte ein Snapchat-Video zu dem Thema. Eieiei, mir geht's echt dreckig. Ich habe jetzt mittlerweile 49 Fieber. Sieht man das? 49, 39 meine ich. Richtig dreckig, ey. Ausgerechnet heute. Auch postete Rainer Fotos auf Snapchat, um zu beweisen, dass er unterwegs gewesen war. Schon am 14. Februar tauchte wieder ein Besuchsvideo auf, in dem Rainer Hater anschrie. Und am 15. Februar war er dann gesund genug, um zu streamen, und zwar zuerst auf YouNow, dann YouTube. Im Stream berichtete Rainer, eine Infektion am Bein zu haben, die sein Fieber verursacht hatte. Und jetzt nehme ich gerade Medikamente. Eigentlich sollte ich ins Krankenhaus, das habe ich jetzt abgelehnt, auf eigene Verantwortung. Ich habe jetzt einfach Medikamente gekriegt, die nehme ich jetzt jeden Tag. Und ja, das sollte also bis nächste Woche hoffentlich besser sein. Mit Diabetes hat eine Infektion nichts zu tun, aber Intelligenzbestien wie du verwechseln natürlich gerne mal den Tag und die Nacht, ne? Ist genau dasselbe Quatsch. Mein Bein muss einen Scheißdreck ab. Das Schlimmste, was passieren kann bei der Infektion ist, dass es sich auf andere Teile meines Körpers ausdehnt. Und dann gehe ich über den Jordan, die Hater können sich dann ablachen. Diabetes ist übrigens auch eines der ganz alten Sachen schon. Ist auch schon vor 5 oder 6 Jahren ist es schon aufgekommen. Du wirst an Diabetes sterben. Mhm. Den einzigen Diabetes, den ich zu fürchten habe bei meinem Konsum an Nahrungsmitteln, ist der einzige Diabetes, den ich zu fürchten habe, den Altersdiabetes, der in meiner Familie vorkommt. Und den Altersdiabetes, den werde ich wohl kaum mit 30 kriegen. Zumindest nicht bei meiner Ernährung. Du ernährst dich voll falsch, du bist voll fett und voll dumm und voll hässlich. Und du weißt überhaupt nichts über Ernährung. Mhm. Sagen die Typen, die gerade mit einer Tüte Chips vor dem Rechner sitzen. Daraufhin ließ sich Rainer wieder einmal vom Chat provozieren und forderte die Politik auf, etwas gegen Hate zu unternehmen. Geh nicht drauf ein, ich gehe auf das ein, was ich will, und wenn dir das nicht passt, kannst du gehen. Wann begreift ihr endlich, dass ich mich nicht an eure Regeln halte? Ich bin ein eigenständig denkender Mensch, eigenständiges Wesen. Ich bin ein Mensch, der selbstständig entscheidet, was er will. Ich bin keiner von euren Leuten, den ihr rumkommentieren könnt. Ich bin auch keiner von euren Leuten, der nach euren Mustern, Regeln oder sonst was auch immer ihr habt, spielt. Ich mache, was ich will und was ich für richtig halte. Und ich halte es für richtig, die asozialen Menschen, die da draußen sich in der Verborgenheit rumkreuchen und fleuchen, die da irgendwo im Internet unter ihrem anonymen Pseudonym Pisser-Scheißdreck 498 irgendwo im Internet rumeiern. Und diese Leute will ich an die Öffentlichkeit zerren, um zu zeigen, wie asozial dieses Verhalten ist. Auch wenn ich von keinerlei Art irgendwie Unterstützung kriege. Das ist mir scheißegal. Andere YouTuber scheißen drauf. Ja, sollen sie es machen? Interessiert mich nicht. Ich bin nicht die anderen. Und auch generell, unsere Politik sollte sich auch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Hate unterhalten. Oder mit dem Thema Mobbing und dem ganzen Scheiß. Es ist nämlich definitiv kein Neuland. Anschließend rief er dazu auf, eine Weltregierung zu gründen und sprach sich gegen die Todesstrafe aus. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum man nicht einfach alle Regierungen, scheißegal, ja, alle Regierungen muss man einfach in ein Fass zusammenwerfen und schauen, dass man ein ordentliches Gesetz für die ganze Welt, für den ganzen Planeten rauskriegt. Das wird doch niemals hinkriegen. Ja, wird man nicht, weil die Menschheit eins ist. Dumm. Wir müssen das hinkriegen, weil was würde passieren, wenn wir wirklich, das ist das Geilste dran, wenn wir wirklich irgendwann den Weltraum besiedeln wollen und irgendwann werden wir in dem Zugzwang sein, dass wir es müssen, vorausgesetzt, wir wollen weiter überleben. Ihr braucht gar nicht schreiben, interessiert mich gerade nicht, ich lese das gerade nicht.
wir werden irgendwann in dem Zugzwang sein, entweder, ja, wir schaffen es, unseren Planeten zu retten, oder wir werden unseren Planeten verlassen müssen. Ich persönlich finde, Todesstrafe hat überhaupt nichts zu suchen in der Welt, weil kein Mensch, egal welcher, hat das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, weil er wird dadurch auch zum Mörder, egal mit welchem Recht er glaubt, den anderen umzubringen. Und man muss dann schauen, dass man ein einheitliches Rechtssystem für den ganzen Planeten macht. Nicht für ein Land, nicht für einen Bundesstaat, nicht mal nur für eine Stadt, sondern für den ganzen Planeten Erde. Sonst kommen wir irgendwann nie voran. Dann sprach er darüber, wie andere Menschen seine Interaktionen mit den Hatern sahen und behauptete, Hartz IV zu beziehen. Für die Leute, die Vernunft im Kopf haben und es vernünftig sehen und auch menschlich sehen, die denken sich, ja, das sind wirklich Idioten. Und die Menschen, die neutral dazu stehen, die sagen, ihr seid beides Idioten. Wo sie wahrscheinlich sogar recht haben. Ja, ich bin ein Idiot, weil ich weitermache und die sind Idioten, weil sie diese Scheiße bauen. Also ich gebe den Neutralen sogar am rechtesten. War das eigentlich ein korrekt deutscher Satz? Hoffe, du hast Rücklagen oder andere, was? Andere Einnahmen, von denen du leben kannst. Nö. Wegen den Hatern bin ich jetzt Hartz-IVer. Juckt mich mittlerweile auch nicht mehr. 6 Jahre lang haben sie es mir vorgeworfen. Jetzt haben sie wenigstens einen Grund dazu. Aufgrund der Hater kann ich nicht arbeiten gehen, weil wenn ich irgendwo einen Job finde, werden die mich auffliegen lassen und werden mich da anzeigen wegen nichts. Und werden dann mein Arbeitgeber so lange unter Druck setzen, bis der mich rausschmeißt. Das hatte ich vor 5 Jahren schon mal. Deswegen habe ich mich vor 5 Jahren entschieden, ein für alle Mal von YouTube zu leben. Damals habe ich noch normal gearbeitet. Und vor 5 Jahren ist es dazu gekommen, dass ich wegen den Idioten bei meinem Arbeitgeber rausgeflogen bin. Und dann habe ich mich entschieden, YouTube zu machen. Und dann haben sie es jetzt auch verkackt. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen auf deren Steuern leben. Und leider auch auf euren. Tut mir leid. Anschließend behauptete er, Bewerbungen schreiben zu müssen, allerdings meistens Absagen zu bekommen, und spielte mit dem Gedanken, seine Lebensgeschichte zu vermarkten. Oh, mir ist gerade eine geile Idee gekommen. Vielleicht sollte ich mein Leben an ein Filmstudio verkaufen. Das wär's doch. Ach, das will keiner sehen. Vielleicht sollte ich mein Leben an ein Filmstudio verkaufen. Das wär's. Da anscheinend der Hater und Hacker Zero D ankündigte, den Stream zu beenden, wechselte Rainer vorsorglich auf YouTube. Dort verweilte er allerdings 30 Minuten unter dem Glauben, den Stream bereits gestartet zu haben, obwohl dem nicht so war. Oh Gott, ist das jetzt peinlich. Passt auf. Folgendes. Aufgrund dessen, dass ich jetzt ja den Chat ohnehin blockiert hatte und nur so ein paar Typen drin hatte, die wieder mal Blödsinn gemacht haben, habe ich gerade etwa, sagen wir mal, eine halbe Stunde gestreamt, ohne zu streamen. Aufgrund meiner mangelnden Erfahrung bei YouTube zu streamen. Ich habe nämlich nicht gesehen, dass ich bei YouTube nochmal oben rechts auf den Button Streamen drücken muss. Ich hatte eigentlich vor, gar nicht weiter zu streamen. Ich wollte jetzt gerade aufhören, weil ich jetzt dachte, das ist... Der Stream läuft die ganze Zeit, ja. Ich habe jetzt Limbo gespielt mit euch zusammen, dachte ich jedenfalls. Das ist so... Oh Mann, Alter, ey, was ist das gewesen? Unfähigkeit pur, ey. Das ist die reine und pure, reine unverfälschte, absichtlich ausgedrückt, pure Idiotie des Drachen. Durch die technischen Probleme auf YouNow sanken natürlich Rainers Einnahmen. Trotzdem versuchte er über Snapchat weiterhin zu seinem Publikum zu sprechen und entschied sich dann dazu, wie schon so oft zuvor, mit einer Content-Offensive eine Art Neuanfang zu wagen.